damit Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zum vierten Part der PFRNC und wie im letzten Part angekündigt, ein wenig Fortschritt und zwar kämpfen wir jetzt gegen Gollum. Ich hoffe, mein Team ist schon soweit. Ey, dann so, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga vergessen? Wahrscheinlich sitzt du noch nicht einmal ein. Oh, die Wache würde ich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Das wird sich jetzt zeigen. Ich meine, vor Sepa habe ich weniger Angst. Was hat er noch? Medizin. Psychokampf, wenn ich mich nicht ganz irre. Sollten wir mit Gift eigentlich ganz gut liegen. Überroller geht daneben, alles klar. Erste Runde geht an Batman. 175 Erfahrung, Halleluja. Gollum setzt als nächstes Seper ein. Nichts, womit ich nicht gerechnet habe. Da haben wir Piekser mit einem Blättertanz. Krabhammer geht daneben. Rums. Sehr effektiv, aber nicht ganz die Hälfte abgezogen. Oh oh. Piekser ist ja vor Erschöpfung verwirrt. Okay. Der Krabhammer hat ganz schön weh getan. Tut der Batman auch so weh? Ah, es geht. Die Matschbombe sollte hier aber ausreichen, um das Ganze zu beenden. Ich sag mal, das ist so gerade gut gegangen. 79 Erfahrung für Batman, 79 Erfahrung für Piekser. Beide sollten kurz vom Level up sein. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer, die unseren Weg finden. An ihn vorbeizukommen, du solltest auf den Superman in Bewegung setzen. So, heieieiei. Der Krabhammer tat weh. Hätte ich nicht erwartet. Nicht in der Form zumindest. Aber mehr oder weniger souverän da durchgekommen, auch dank Zubat. Ich glaube, wir werden jetzt in den Vertania-Wald marschieren. Nein, Moment. Erst will ich auf Route 2 zumindest noch die Level-Ups für Piekser und... Jetzt habe ich vergessen, wie Zubat heißt. Batman natürlich. Genau. Die Level-Ups für Batman und Piekser zumindest noch mal schaffen. Und dann sollte ich mal überlegen, ob ich bei Gelegenheit anfangen soll, Zickzacks oder zumindest Diva nachzuleveln. Mein Nidoran ist halt auch als ein weibliches Nidoran ein relativ starkes Pokémon. Hallo Taubsi. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, die sind wirklich beide kurz vor knapp am Ab vorbeigeschrammt. Tickkraft. Sehr schön. Jo, Zubat bufft sich einmal durch. Finde ich super. Hilft aber nichts. Piekser erreicht Level 8. Batman erreicht Level 10. So. Ich werde Diva jetzt an die Spitze packen. Nicht ganz ungefährlich.
Aber es wird schon schief gehen. Ab in den Vertania-Wald. Möchte noch nicht unbedingt in die Pokémon in die Trainerkämpfe reinrennen, aber ein bisschen Training mit den wilden Pokémon wird nicht schaden. Hoffe ich. Ein Wampel. Aha. Greifen wir zu Fünkchen. Ein Käfer-Pokémon, das Windstoß einsetzt. Ein Wurm, der Windstoß einsetzt. Das sollte ich vielleicht eher sagen. Dann kommt die Ampelleuchte. Auch nicht sonderlich effektiv. Und dann kommt der Feuersturm und dann ist das Ding gelaufen. Ich hoffe, Fünkchen kriegt noch ein zuverlässigeres Moveset. Dann hat Blattstein gefunden. Das ist aber nett. Ein Sandsturm von einem Karpador verursacht. Muss ich da noch was zu sagen? Ich möchte ganz kurz das Karpador ein wenig beobachten. Okay, ich möchte das Karpador nicht weiter beobachten. Ich wollte nur gucken, ob es nur Platscher kann oder ob es noch ein bisschen mehr drauf hat. Ein klarer Fall von nein, es hat mehr drauf. Vermutlich trotzdem kaum XP. Ja, 5. Ich werde einen Trank investieren. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt zurück zum Pokémon Center zu rennen. Nee, möchte ich noch nicht. Ehrlich nicht. Noch ein wildes Karpador. Ja, ein kleines bisschen Respekt habe ich vor diesem Karpador mit Karphammer. Alter, was soll denn das? Wir sind hier im Wald und nicht im Wasser. Ich bin auch nicht am Angeln. Wieso sind hier also so viele Karpadors? Nebula gewendet. Da nehme ich mich in Nebula jetzt auch nicht drin. Hornliu ist okay. Da können wir mit leben. So eine Sache haben wir. Fünkchen. Auch wenn mir gerade einfällt, dass Hornliu ganz schon was drauf hatte. Aber eigentlich so nichts, was Fünkchen wirklich beeindrucken sollte. Gut. Erfahrung für Diva, 14 Erfahrung für Fünkchen und Fünkchen erreicht sogar Level 9. Lernt aber immer noch keine weitere Attacke. Ärgerlich. Wampel. Wir bleiben mal bei Fünkchen. Okay, Feuer scheint gegen Wampel wenig hilfreich zu sein. In diesem Fall muss Batman es also richten. Mit einer Matschbombe. Die war recht Level 4.
Noch einmal Humpel. Diesmal switchen wir gleich auf Batman. Ach, ich wollte doch gar nicht Antikraft einsetzen. Mensch. Oh ja, gut, ist sehr effektiv. Dann habe ich auch nichts gesagt. Ein Hornliu. Diva! Los, Hündchen! Du hast keine Probleme mit diesem Käfer. Der Feuersturm geht daneben. Haben wir noch einen? Ja, einen haben wir noch. Die war erreicht Level 5. Carpador schon wieder, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will, was ich jetzt mache. Das war ein Volltreffer. Das sind 17 HP gewesen. Sind 8 oder 9 plus. Nee, das riskiere ich nicht. Das wäre mir zu knapp gewesen. Oh, mein Team ist jetzt doch relativ angeschlagen, noch Batman abgesehen. Werde jetzt heilen gehen und werde auf jeden Fall noch den ersten Trainer machen in diesem Part. Dann werden wir hoffentlich im nächsten Part Mamoria City mal erreichen. Dum, dum, dum. Yep. Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, will ich die war für den Pokémon-Kampf noch vorne lassen und sie dann erst auswechseln, oder will ich sie direkt auswechseln, um das Risiko für die anderen zu minimieren? Ich meine, bis dahin lasse ich sie auf jeden Fall noch vorne, für den Fall, dass wir noch irgendwie auf dem wilden ein wildes Pokémon treffen. Du warst es noch nicht, ne? Doch, du warst das schon. Damit hat sich die Frage sowieso von selbst erledigt. Eine Herausforderung von Boss Tier. Ein Pichu. Diva. Pichu. Volt Tackle. Boah, das hat ganz schön gesessen. Ich hoffe, du hast noch irgendwas, das nicht so weh tut.
momentan sehe ich keinen anderen Weg hier. Ich meine, gut, Flemly ist offiziell nicht vom Flugtyp. Vom Typ Flug. Ob Flemly aber wirklich die bessere Wahl ist, wage ich gerade zu bezweifeln. Ich hoffe einfach, ich habe genug Tränke. Oh, ganz schön teurer Kampf. Oh. Das macht die Sache nicht angenehmer. Das ist für mich ganz klar ein Vogel. Ja, vielleicht früher machen sollen. Na gut. Noch ein Pichu. Oh, da hätte ich eine Menge Tränke sparen können gerade. Aber okay. Schon okay so. Das war nicht übel. Von dem Trainer. Für mich war das schon sehr übel. Das hat schon ziemlich gezeckt. Jetzt treffen wir auf Nebulak. War Käfer auch effektiv? Nein, nein, Flucht unmöglich. Nicht sehr effektiv. Du willst es also nicht anders, ja? Halt auch nicht sehr effektiv. Jetzt lass mich schon abhauen, blödes Nebulak. Ey. Danke. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen ganz dringend Heilung. Ich sollte mir besser darauf achten, wann ich ein Part anfange. Ich habe das Gefühl, dass momentan jeder Part Überlänge hat. Das ist so mit Normallänge für euch oder wie auch. Ist es doch auch nicht. Ich werde jedenfalls an dieser Stelle den Part beenden. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit der Reise durch den Vertania-Wald. Und ich hoffe, wir schaffen es im nächsten Part bis nach Mamoria City. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.